Schönen guten Abend, die Leute besten. Mein Name ist Hinkel und lohnt uns demnächst Beta für Battlefront Rivers, und wir alle viel traurig sind, erlauben wir uns mal ein kleines Fazit darüber zu machen. Was hat uns gut gefallen und was nicht so, das geht auch nur heute geworden. Fünftig lang konnte man nur Battlefront genießen und es ist höchste Zeit, dass endlich mal ein neuer rauskommt. 10 Jahre ist es hier, dass der letzte Teil auf der PlayStation 2 und der Xbox rausgekommen war, und am 20. November kommt endlich der nächste für Europa raus. Während den 5D konnte ich jeder nicht sich rauflöten, ohne muss eine Pre-Order zu machen. Ein guter Move von Dyson EA, weil das tut zu einer Spielerzahl von über 9 Millionen Leuten gefeuert. Während der Beta konnte ich dann 3 Modes spielen. Ein war Walker Assault. Hierbei wurde ich als Rebellen verhindern, dass das Imperium hier 2 AT-AT-Hen bei der Generator von der Rebellen kriegen und den zerstören. Das möchte ich an dem Sinn ablinks aktivieren und verteidigen muss, bis Warwings rausgeflogen kommen und Schilder vom AT-AT deaktivieren. Klingt alles schön und gut, besonders bei 20 gegen 20 denkt in sich, dass es nicht allzu chaotisch dürfte sein. Weit gefehlt leider, weil ob schon es möglich war, als Rebellen zu gewinnen, war es doch ziemlich schwer, weil der Balancing ein bisschen quer durch die Guard war. Wohin als Imperium direkt bei seinen Power-Ups startet, auf den Anfang guten Schawakern und TIE-Fightern und Feld kaffieren, müssen die Rebellen als erstes Mal ein gutes Stück laufen, für überhaupt mal einen X-Wing an die Luft zu kriegen. Wenn die dann noch direkt raufgeschossen sind, war es schon bald gelaufen, weil die Walker nicht so sehr Footy zu kriegen sind und TIE-Fighter noch schön auf die Infanterie mit drauf halten. Dabei könnt ihr noch das rare Teamwork bei den Rebellen zu sehen aus. Versteht mich nicht falsch, schon noch Partie gespielt, wo das ganz ziemlich weit fehlt, was die Bühne gegangen ist, und das Imperium mal nicht bei den 2-3 von den Uplinks kommen ist. Das ist also absolut möglich. Vorausgesetzt, Team weiß, wer das möchte. Der zweite Modus war Dropzone. Hierbei waren 16 Spieler auf der Map und natürlich müssen Drop-Pots anhören und verteidigen. Das Team, das als erst 5 Pots angeholt hat oder die meisten nur 10 Minuten hat, hat gewonnen. Dieser Modus funktioniert ziemlich gut, weil Teams klein sind und Map auch. Das ist eindeutig klar, was zu machen ist, was bei Walker Assault besonders für die erste Partie nicht so evident herauszufinden war. An diesem Modus gehen doch keine Heroes oder Power-Ups, die hinterher leihen. Mit das finde ich just, wenn den Drop-Pot erfolgreich verteidigt wird. Der dritte Modus war dann ein 8 Horde-Mode, oder Survival, wenn ich ihn so will nennen. Hier konnte in Lang oder online mit Kollegen oder anderen Spielern gegen 6 Waves von immer mehr starken Gegnern kämpfen. Das ist eine Aufwechslung zu der Hälfte vom Online-Multiplayer, mir hier war ich stark angeschränkt. Am fertigen Spiel gehen es nur 15 Waves und dann kann ich den dann auch auf Hard oder Master spielen, was an der Beta leider nicht gegangen ist. Es konnte noch just zwischen 2-4 gefährlichen Loadouts wählen und just seine Waffe konnte ich selber bestimmen. Power-Ups lohnen auch kein Hunderem, mir hei, genau wie bei Dropzone, würde ich den Pot verteidigen an der Crew den Power-Ups. Aber wenn wir dabei den Loadouts sehen, los uns mal mehr genau drauf angehen. Bei Battlefront gehen es kein klassische Loadouts, wie ihr es von Battlefield kennt, mir hei sind es Loadout-Cards. Es konnten sich 2 Standardkarten mithüllen und ein Special, wobei die normal entweder ein Jetpack, Granaten oder zum Beispiel ein Snipergewehr waren. Specials waren dann ein Iron Shot, mit dem ein Mace-Shot gegen Schilder Gefährer konnte machen oder ein Personal Shield. Dabei konnten dann nach ein von 4 Waffen mithüllen, wo wir hoffen, dass am fertigen Spiel da viel mehr dran sind, weil Feuer geht definitiv nicht durch. Da leihen auf der Map und auch Power-Ups anderem. Das sind Zusatzwaffen wie Raketenwerfer, ein Squad Shield oder ein Geschütztürm. Einmal benutzt sie allerdings fort und muss in einem neuen Funnel. Das Power-Ups können auch Gefährer sein oder Hero-Pickups. Dabei sie so immer klar gekennzeichnet, dass sie direkt weiß, um was geht und es gibt im ganzen Spiel einen anderen Approach zum Gameplay. Gefährer stehen nur nicht mehr hinterher, also sobald maximal 12 von aktiven Gefährer erreicht gehen, spawnen auch kein neue mehr bis selbst zerstört guf. Das ist gut und interessant, weil es könnte nicht mehr viel das Tauschen vom Team am Spawn oder am Menü wart für Gefähr zu ergattern. Wenn ihr gesagt, dass kein Pickup da ist, geht in das Objective als Infanterie spielen, weil warten und hoffen, dass etwas abtaucht, geht auf Dauer langweilig. Gut geschafft, Dice. Hero-Pickups sind auch eine ganz flotte Sache und ermöglichen einem kurzzeitig als Darth Vader oder Luke Skywalker zu spielen. Das hat natürlich besondere Fähigkeiten wie den Force Choke, Laserschwert geheuern oder immens weit sprangen. Einmal gut angesagt, kann dein ganze Party um 180 Grad drehen. Hier ist schließlich leider schön, dass überall ein Hero da ist, sie sich schlüsst dahinter sitzen und nichts mehr machen. Hierbei haben wir schon oft erlebt, dass andere Spieler dann aufhängen, Dummheiten zu machen, wie ob sie chasen oder Gruppen teabaggen, was natürlich einen guten Push total zerstören kann. Eine Alternative wäre zum Beispiel, dass sie, sobald sie sterben, sie irgendwie das Spielfeld verlassen, sie wird durch fortsprangen oder fortlaufen. Es gibt sogar schon Dürgen, was sie kurz nachdem sie sich sitzen, fortspawnen. Spawnen also gut Stichwort.
Aktuell kann ihr sich keine Spawnpoints auswählen, was das ganz ziemlich random macht. Am Moment sieht es so aus, dass ihr irgendwo auf der Map gespawnt geht oder bei seinem Partner, wenn ihr sich dann so desideriert. Das Problem bei der Sache ist, dass ihr just einen Partner habt, an den entweder meilenweit von einem Objective weg ist oder gerade mitten an der Action ist und spawnt ihn einfach als ein Dude, was ziemlich lächerlich ausmussen kann unhöhlen. Eine Alternative für heute, dass ihn zum Beispiel wie bei Battlefield nicht bei seinem Partner spawnen kann, solange er in Combat ist. Natürlich ist es doch unverständlich, weil ihn just einen Partner kann haben, auch wenn ihn zu mehr wie zwei an einer Party ist. Obwohl ihr sein Partner sehr gut über die ganze Map angewiesen kriegt, seid ihr nicht, wo seine anderen Kollegen drin sind. Das Squad-System wird heute besser, und geht auch spawnen und Koordination mehr einfach machen. Ein anderer Punkt ist, dass ihr nie genau wisst, wo ihr spawnt, weil keine visuell festgelegten Plätze gehen. Das heißt, es könnte oft für, dass der Gegner mitten an dem Spawn steht und euch einfach über den Kopf schießen kann. Es gibt natürlich Spawn Protection, aber die dauert nicht lang genug, für so Exploits zu verhindern. Heute könnt ihr in diesen Zonen auch für den Gegner unzugänglich machen oder einen Timer auflaufen lassen, an dem sie Zeit haben, für aus dem Spawn rauszugehen. Da kommen wir zu einem anderen Aspekt. Der Waffenbalancing und der User Interface. Die Waffen am Spiel sind fantastisch. Sie spielen sich gut und geben einem das Gefühl, dass sie wirklich ordentlich Schuld können ausdehnen. Leider gehen es am Moment just Fire Blasteren, die sich nicht wirklich viel unterscheiden während dem Spiel. Dabei könnt ihr nach Cycler Rifle, was Sniper Gewehr ist. Wie das ein Loadout Card ist, ist es für jeden zugänglich, was löserlos immer mehr dazu gefordert wird, dass die Leute angefangen sich auf mehr unzugänglichen Plätzen zu verstoppen und zu campen. Ein guter Aspekt ist, dass er einen Cooldown für 6 Sekunden hat. Das heißt, ihr nicht permanent damit könnt chasen, aber das geht noch nicht durch. Dadurch, dass ihr egal auf welcher Distanz immer mit einem Kopfschuss killt, ein Körpertreffer immer 90 HP, wohlgemerkt 90 von 100, aufzieht und durch ein Schild kann chasen, aus 6 Sekunden einfach zu kurz. So könnten den Cooldown wirklich Karima auf 10 Sekunden rupsetzen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann haben wir auch noch den Personal Shield, den zum Schluss von der Beta praktisch an all Inventar drauf war. So gut die Shield auch ist, also flott noch aus für anzusetzen, ist einfach zu stark. Er hält viel zu lang und ist nicht mehr durch Granaten oder einen Sniper zu durchbrechen. Der Cooldown geht auch so sehr, dass er wortwörtlich einfach permanente Schild kann holen. Gut ist, dass Alkers benutzen einen Charge kostet, aber auch die von den Umterra. Der User Interface ist auch eine Sache. Er ist klar und ganz intuitiv, tipptopp, aber er ist zu groß. Loadout Cards sprangen einen direkt an das Gesicht und holen einen guten Teil vom Bildschirm an. Direkt drüber sind Kill-Nachrichten. Riesig groß, da sind sie auch gut gesagt und nicht mehr kriegt, was an Mac-Handdruck geschieht. Auch die Health-Bar könnt ihr ein bisschen verkleinern. Wir hoffen, dass am fertigen Spiel noch Advanced Settings dabei kommen, wo ihr sein ganzes UI personalisieren kann, wie bei Battlefield zum Beispiel. So könnt alle Spieler sich so erstellen, dass sie einem am besten leid. Oder was sie das nicht machen, dass UI einfach ein Fade-Out möcht, wenn ihr eine Zeit lang nicht chased oder Items benutzt. Eine Personalisierung ist mittlerweile ein wichtiger Aspekt an modernen Spielen. Dafür wird flott, wenn er noch Möglichkeiten hat, seinen Gefährer und Heroes ein bisschen zu verändern. Sie wird Fähigkeiten, Waffe für einen Flieger oder just Farbe vom Laserschwert. Ein bisschen Individualismus für flott, solange sie es am Star Wars Universum halten. Gut zu wissen ist aber, dass er nur sicher mal seinen Charakter customizen kann. Mehr, genug genörgelt, dass ich abgeregt, weil Battlefront macht doch vieles ganz richtig. So ist die Grafik bombastisch, also hält wirklich stark, was an den Trailer versprochen wird. Zusammen mit den Sounds fühlt ihn sich wirklich, wie wenn ihr selber ein Teil von Star Wars wäre. Wenn ihr da lebt, über deinem Herr den TIE Fighter Lunch fliehen, neben deinem Truppen die Scheißen und mit den ikonischen Blaster schießen, geht einem schon eine ziemlich geile Erfahrung. Es könnte nicht so selten viel, dass ihr mal stirbt, weil ihr gerade so fasziniert von all dem war, dass ihr in den Gegner nicht mehr gekriegt habt. Mit den Pickups wird das auch ein Neuspielverständnis angefordert und verhindert damit, dass es just den Battlefield-Klon gehen ist und ein eigenständiges Spiel mit eigenen Regeln. Als Fazit kann ich also sagen, dass Battlefront ein ziemlich geiles Spiel wird gehen und auch sicher viele Leute es langwertig spielen. Vieles ist einfach richtig und die Immersion ist fantastisch. Klar gibt es die ein oder andere Probleme, verschiedene minimal, andere nicht so, mehr als ein Beta. Und zwar ein Beta, wo knapp an einem Moment das fertige Spiel rauskommt, aber dafür auch ein bisschen mehr streng waren. So Sachen wie Spawn-Chaos oder massiv Balancing-Probleme dürften an dieser Phase von einem Spiel nicht mehr sein. Alles in allem hat es aber riesig Spaß gemacht, und wir dürfen den Leuten wirklich empfehlen, nicht sich zuzulehnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu subscriben und uns ruhig ein bisschen Feedback zu hinterlassen.